Sorg bitte auch dafür, dass du so eine Stunde jetzt nicht gestört wirst. Hol dir unbedingt ein Blatt Papier, ein DIN A4 Blatt am besten. Das muss ich mir jetzt auch noch zurechtlegen, weil ich dir damit nachher noch was zeigen will. Und einen Bleistift solltest du haben. Kugelschreiber geht auch oder Buntstift geht auch, aber am besten ist es ein Bleistift. Jetzt hole ich mir noch ein Blatt Papier. Sekunde. Okay, ihr Lieben. Und ich würde dich natürlich auch dazu einladen, auf jeden Fall die Übung jetzt hier mitzumachen, auch gleich mitzuzeichnen. Du hast jeweils Zeit. Und ja, damit du auch wertvolle Erkenntnisse nachher auf jeden Fall hast, denn das ist so mein Anliegen, das hätte ich gerne für dich, dass du anschließend hier jetzt weißt, an den Dingen, die gilt es zu ändern, das signalisiert mein Unbewusstes mir. Und da kommen wir später auch noch dazu. Wir werden es natürlich auch zusammen hier entschlüsseln, soweit das hier in der Gruppe möglich ist. Aber ich habe da auch noch ein Goodie für dich. Ich gebe dir auf jeden Fall nachher die genaue Anleitung, wie du die Informationen dazu bekommst. Mit anderen Worten, es geht darum, wie du mit einer simplen und unfassbar kinderleichten Methode die geheime Sprache deines Unbewussten entlarvst, um wertvolle Informationen zu deinem Seelenplan zu bekommen. So, Elisabeth, habe ich ja schon erwähnt, wirst am Ende dieses Workshops heute tatsächlich wissen oder geniale Erkenntnisse haben, was so in deinem Unbewussten verborgen ist. Teilweise ist das wie so ein subtiles Gefühl, das du vielleicht schon seit einer Weile hast. Teilweise wird es so Aha-Effekte geben. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Wichtig ist oder hilfreich ist, dass du dich einfach darauf einlässt, dass du das hier jetzt mitmachst und dich einfach öffnest dem, was da jetzt an Informationen zu dir fließt. Ja, weil es ist tatsächlich ein Türöffner, wenn du das so möchtest. Es ist ein Türöffner, wenn du es auch nutzt, um einen ganz, ganz großen Schritt in dein ideales Leben zu gehen, um wichtige Entscheidungen zu treffen, um Dinge zu lösen. Ja? Und du bist hier genau richtig, wenn du weißt, dass du nicht ganz so das Leben führst, das zu dir und zu deiner Seelenaufgabe passt. Wenn du schon länger spürst, da muss es doch noch mehr in meinem Leben geben und du tatsächlich wissen willst, warum du hier bist, weil du einfach viel, viel glücklicher leben möchtest, viel mehr deiner Freude nachgehen möchtest, viel mehr du selbst sein möchtest, so den Kern deiner Quintessenz tatsächlich auch herausfinden möchtest. Und vielleicht ging es dir ja bis eben noch so, dass du ständig oder schon vieles ausprobiert hast oder auch ständig Neues ausprobiert hast, sei es von Persönlichkeitscoaching, Ahnenaufstellung, Familienaufstellung, systemischen Anleitungen, was auch immer. Aber nichts hat so richtig den entsprechenden Erfolg gebracht, den du gerne hättest. Vielleicht hast du auch schon viel mit Energiearbeit gearbeitet oder auch schon Readings gemacht, was auch immer. Also, wenn du jetzt tiefer in deinen Plan eintauchen möchtest und letztlich ganz dich selbst leben möchtest, deine Mission, die so tief in dir verborgen ist, dass du nur so einen blassen Schimmer oder noch gar keine Ahnung hast, was es ist. Und ja, ich sage auch immer gerne, so die Essenz deiner selbst leben möchtest, deine innere Ruhe leben möchtest, wissen möchtest, warum du tatsächlich hier bist. Ich gratuliere dir. Dann bist du hier tatsächlich goldrichtig. Denn sonntags morgens um 9 Uhr hier live dabei zu sein, das bedarf ja allein schon mal einer Entscheidung, in eine andere Richtung zu gehen. Und deshalb gehörst du definitiv zu den 10% der Menschen, die jetzt mehr aus ihrem Leben machen möchten, die ihr volles Potenzial entfalten möchten. Und wir haben ja ganz besondere Zeitqualität da draußen. Nie war der Zeitpunkt besser als jetzt, zu sich zu finden, Innenschau zu halten und tatsächlich zu entdecken, warum bin ich überhaupt hier hergekommen? Was entspricht überhaupt meiner Lebensaufgabe, meinem Seelenplan, meiner Mission?
Wenn vieles klar geworden ist, die letzten 12 Monate, die letzten besonderen 12 Monate, die wir haben, und da stecken ja immer noch mittendrin, dass nur eines sicher ist, oder dass man sich nur eines sicher sein kann, nämlich du dir selbst. Denn ich glaube ganz fest, sonst hätte ich dich nicht hier in mein Universum gezogen, hier in unsere Erfolgs-Community. Wir haben die Woche wieder so, so viele wunderbare Menschen, in erster Linie waren es diese Woche auch Frauen, hier neu in unsere Erfolgs-Community bekommen. Deshalb, wenn du ganz neu hier dabei bist, fühl dich hier herzlich willkommen. Und ich sage auch gerne noch gleich so 2, 3 Sätze zu mir. Weil ich denke, ob du jetzt neu bist oder schon länger hier dabei bist, du möchtest dein eigenes Ding machen, das dich erfüllt, das dir auch ein stabiles Einkommen sichert. Völlig unabhängig von äußeren Umständen. Viele haben in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich auch ihren Job verloren, weil. Und das meine ich damit, was ich schon eigentlich schon seit vielen Jahren sage, nichts ist sicherer, als dass du dir selbst sicher sein kannst, wenn du dein eigenes Ding machst, dein Leben tatsächlich selbstbestimmt lebst, dein Leben selbst in die Hand nimmst. Dann hast du es, wenn du die richtige Strategie natürlich auch verfolgst, ist immer selbst in der Hand, dir dein Leben nach deinem Herzen zu gestalten. Völlig unabhängig jeglicher äußerer Gegebenheiten. Ja, und dazu, zu dieser Gruppe gehörst du definitiv. Wenn du bis eben noch das Problem hattest, dass nichts so richtig funktioniert hat und dir die Klarheit und das Vertrauen fehlt, was genau dein Weg ist, dann Glückwunsch, dass du da bist. Weil du könntest jetzt auch einfach nichts weiter tun, auf der Couch hocken und Lebenszeit vergeuden, dich den Situationen ausgeliefert fühlen, was auch immer, aber du bist hier und deshalb gratuliere dir zu dieser Entscheidung. Für die ganz Neuen, die wir hier jetzt heute dabei haben, mein Irmgard-Name. Mein Name ist Irmgard Anna Bronder und ich bin schon viele Jahre auf diesem Weg, seit 2005, und ich helfe in erster Linie Frauen dabei. Männer sind natürlich auch herzlich willkommen, aber die Frauen sind da immer noch im Vormarsch. Mit Hilfe ihres Seelenplans das Hamsterrad zu verlassen, so dieses Gefühl der Gelebtwerden-Falle, und tatsächlich selbstbestimmt mit Freude, Leichtigkeit, Spaß und auch mit mehr Geld im Leben, sich das Leben nach dem eigenen Herzen zu gestalten. Inzwischen gibt es die Irmgard Anna Bronder Akademie mit unterschiedlichen Mentoring-Programmen, wo ich dich in dein freies Leben ganz nach deinem Herzen begleite. Und ganz ehrlich, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich zwar genauso wie du auch spürte, da muss es noch mehr in meinem Leben geben, als das, was ich gerade im Außen als Lebenswirklichkeit vorfinde. Ich habe 30 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ich war die ersten Jahre sehr, sehr stolz auf diese Stelle und sie war auch ein bisschen höher dotiert als das, was ich bislang damals verdient hatte. Aber im Laufe der Jahre, und vielleicht kennst du das ja auch, vielleicht geht es dir ja auch so, wurde ich einfach zunehmend unzufriedener. Ich fühlte mich fehl am Platz. Ich fühlte mich manchmal wie so ein Alien in meiner Umgebung. Und ich wollte einfach nicht weiter mir den Tag von anderen vorschreiben lassen, wann ich am Arbeitsplatz zu sein habe, wann ich Urlaub machen darf. Das sind alles so die Dinge, die dir wahrscheinlich bekannt sind. Ja, so, das in aller Kürze zu mir. Deshalb, du spürst wahrscheinlich, du bist ja goldrichtig, und lass uns jetzt starten. Jetzt geht's um dich. Wenn du jetzt erst zugeschaltet bist, dann, und das Worksheet noch nicht hast, dann schnell Hashtag Seelenplan ins Kommentarfeld schreiben. Dann lässt Elisabeth dir das noch ganz rasch zukommen. So. Und jetzt geht's darum, dass du dir ein Blatt Papier holst. Ich habe hier leider kein ganz neutrales. Wenn du ganz neutralen hast, umso besser. Ansonsten hier auch so ein rautiertes, egal, also DIN A4-Blatt. Und einen Bleistift. Ja? Bist du bereit? Wollen wir starten? Dann schreib mal bitte ein Yes ins Kommentarfeld oder schenk mir einen Herzensregen, damit ich weiß, dass du startklar bist, ein Blatt Papier hast und einen Bleistift. Liebe Rita, guten Morgen. Wow,
Julia, das siehst du mal, liebe Julia, danke, dass du das hier schreibst. Wie das Universum in Bewegung ist und ja, uns Zeichen schickt. Julia hat geschrieben, es war total strange. Ich bin ohne Wecker Punkt 9 Uhr wach geworden. Wie genial. Dieses, du darfst dich dem Gedanken öffnen, dass du dir vertrauen darfst. Und damit meine ich, dass du den allerersten Impulsen auch vertrauen darfst, die kommen. Alles, was Sekunden später kommt, diese Zweifel, was ist, wenn es nicht funktioniert, was ist, wenn, und diese ganzen Wenn, Danns und die ganzen Ja-Abers, das sind alles Dinge, die aus dem Kopf kommen. Das sind alles die Dinge, die aus dem Kopf kommen. Dein Herz, dein Bauchgehirn, das weiß viel, viel mehr als dein Verstand, dein Denker. Und bitte, es geht nicht darum, den auszuschalten, sondern ihn mit ins Boot zu nehmen. Aber als Beobachter, wie der Volksmund es uns schon sagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und ich habe von unseren Reisen, wir sind ja jetzt die letzten Jahre recht, recht viel unterwegs, sei es zu zweit mit meinem wunderbaren Mann, zu dritt, zu viert, mit unseren wunderbaren, inzwischen erwachsenen Kindern. Und gerade aus unseren Reisen, ich lasse mich da auch immer von meinem Bauchgefühl leiten, wo geht es als nächstes hin? Das passt immer so. Du darfst dir erlauben, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auf deine Intuition zu lauschen und zu gehen. Und bitte, bitte wisse, wenn Ängste und Zweifel aufkommen, dann ganz, ganz wichtig, ist das genau das richtige Zeichen, dass es da durchzugehen gilt. Dass dahinter Türe und Tore sich öffnen und dein freies, glückliches, gesundes, erfolgreiches Leben, wie auch immer das für dich ausschaut, auf dich wartet. Weil diese Ängste und Zweifel, die aufkommen, das sind die Dinge, die dich in deiner, wenn du nicht dadurch gehst, nicht die Entscheidung triffst, dadurch zu gehen, die dich tatsächlich in deiner Komfortzone weiter gefangen halten. Ohne deine Komfortzone zu verlassen, ist keine Weiterentwicklung möglich. Das ist Fakt. So, jetzt ready. Mal nochmal schauen hier, bevor wir starten. Blatt Papier bereit. Wunderbar. Gut. Ich würde gerne mit dir jetzt mal ganz, ganz kurz dich dazu einladen, bevor du, leg dein Blatt Papier schon mal vor dich auf den Schreibtisch und den Bleistift auch. Und dann würde ich dich gerne mal dazu einladen, jetzt einfach mal die Augen zu schließen und so 2-3 Mal auszuatmen. Gerne durch den Mund die Schultern sinken lassen. Tief ein und noch tiefer ausatmen. Mach das mal in deinem eigenen Rhythmus, so 2-3 Mal. Die Augen sind geschlossen. Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Und komm mal so ganz bei dir selbst jetzt an, in dem Raum, in dem du dich befindest. Nimm mal die Sitzfläche wahr, auf der du hockst. Mal deinen Körper wahr. Und ich lade dich auch ein, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du nicht dieser Körper bist, sondern in Wahrheit ein unendlich großes Wesen bist, das diesen Körper hat, wie ein Anzug. Da würde ich dich auch gerne mal einladen, dich jetzt mal auszudehnen. Stell dir einfach mal vor, wie es wäre, wenn du dich jetzt ausdehnen könntest, einfach machen, einfach die Entscheidung treffen, du kannst nichts falsch machen, dich auszudehnen nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, so hinein entspannen in dein unendlich großes Wesen. Stell dir vor, lass dich einfach mal darauf ein, du entspannst dich jetzt hinein in dein unendlich großes Wesen. Du in Wahrheit bist. Und leg dann mal gerne für einen Moment deine Hände auf dein Herzchakra. Lass den Atemstrom ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Und dann lade ich dich ein, jetzt auch für dich im Geist die Entscheidung zu treffen, dass du dich jetzt einfach
auf diese magische Übung, die wir jetzt gemeinsam machen, einlässt, ohne etwas zu bewerten, zu beurteilen. Alles das, was dich bewerten und beurteilen möchte, wollen wir das mal zurückschicken an den Absender, jetzt schon mal. Triff einfach die Entscheidung, dich jetzt auf diese magische Übung, die wir gleich machen, einzulassen. Die tiefe innere Weisheit, die in dir verborgen ist, jetzt zu Papier zu bringen, mit dem Bleistift, mit dem Stift, den du dir zurechtgelegt hast. Und nimm dann einfach mal jetzt schon so eine ganz neugierige Haltung ein. Ich gebe dir auch gern ein metaphorisches Bild dazu. Stell dir vor, so ein Mäuslein vorm, eine Katze vor Mauseloch. Eine Katze vor Mauseloch sitzt da und ist ganz neugierig und guckt, wann das Mäuslein da rauskommt. Ja? Und da stell dir einfach so eine kindliche Neugierde vor. Geh einfach mal so in diese Energie der Neugierde rein. Okay? Gut, und dann lass uns starten. Ich gebe dir jeweils so, ja, ich würde sagen, ein anderthalb Minuten Zeit. Ich gucke ja auf die Uhr. Da liegt ein Blatt Papier vor dich. Öffne die Augen natürlich. Und dann lade ich dich dazu ein, jetzt mal einen Blick auf dein Blatt Papier zu werfen, den Stift zu holen und auf dieses Blatt Papier, da wo es dich jetzt mit deinem Stift hinführt, ganz gleich wo es ist, ein Haus zu malen. Mal dann mal dein Haus und löst dich jetzt von allen Bewertungen und Beurteilungen, die vielleicht aus der Schulzeit noch da sind. Ich kann nicht malen. Es geht jetzt nicht um irgendeine Zensur. Niemand außer du selbst hat Zugang zu diesem Blatt. Einfach ein Haus malen. Eine Minute haben wir Zeit. Okay? Okay, gut. Es geht jetzt, bitte wissen, nochmal, nicht darum, irgendwas perfekt hier zu Papier zu bringen, auch nicht darum, irgendwas vollständig hier zu Papier zu bringen, sondern dich einfach leiten zu lassen. Ja? Okay, dann lade ich dich ein, einen Baum zu malen. Einen Baum zu malen, auch dahin, wo dein Stift dich jetzt hinführt auf dem Papier, zeichne einen Baum. Und auch dazu hast du jetzt nochmal so eine anderthalb Minute Zeit.
Okay, gut. Dann lade ich dich ein, jetzt einen Weg zu malen. Zeichne jetzt einen Weg auf das Blatt Papier, auch noch mal leiten lassen und einen Weg zeichnen. Okay, gut, dann kommen wir zum nächsten. Jetzt darfst du einen Zaun malen. Auch noch mal ganz nach Intuition dahin, wo dein Bleistift dich jetzt auf diesem Blatt Papier führt. Zeichne jetzt einen Zaun. Okay. So, das nächste. Jetzt darfst du eine Sonne zeichnen. Ist wahrscheinlich eines der leichtesten Übungen. Also Sonnen habe ich in der Schulzeit im Zeichenunterricht immer sehr, sehr gerne gemalt. Weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ja, Sonne ist, glaube ich, ganz easy zu malen, ja? Also, jetzt eine Sonne zeichnen auf das Blatt Papier. Okay. Die Sonne braucht man, glaube ich, nicht ganz so viel Zeit. So, und jetzt darfst du eine Schlange malen. Zeichne jetzt eine Schlange. Auch wieder dahin, wo dein Stift dich führt.
Okay. Nächster Step. Zeichne jetzt eine Axt. Eine Axt. AXT. Eine Axt. Oder ein Beil. Axt, Beil. Je nachdem, was du in deinem Sprachjargon besser hast. Auch wieder dahin. Und dein Stift dich führt, ohne etwas zu bewerten und zu beurteilen. Okay. So, und last but not least darfst du jetzt noch ein Strichmenschen zeichnen. Einfach noch ein Strichmenschen zu Papier bringen. Und dann gib mir mal bitte ein Zeichen, wenn du soweit bist, wenn du alle Symbole zu Papier gebracht hast, ohne den Anspruch, dass irgendwas perfekt oder vollständig sein muss. Schreib mal ein Yes, ein Ja in den Chat rein, damit ich weiß, dass du soweit bist. Es dauert immer ein bisschen Zeitverzögerung hier, bis ich sehe. Bevor wir ans Deuten gehen, möchte ich gern wissen, dass du bereit bist. Yes, Alexandra schreibt yes. Könnt mir auch gerne einen Herzregen schenken, dann weiß ich es auch. Das sehe ich nämlich auf meinem Handy. Die Hilge ist soweit, die Marion ist soweit, wunderbar. Die Julia, Gänsehaut, wow. Mega. Schon tiefe Erkenntnisse, instinktiv, bevor wir überhaupt, ja. gedeutet haben. Die Rutta ist soweit, Marlinchen ist soweit, Monika ist soweit, Rita. Wunderbar. Froswas, schön, dass du auch dabei bist. Ja, wunderbar. Elke ist auch soweit. Sehr, sehr schön. Dann wollen wir das Ganze doch mal lüften und ja, gehen mal in die Deutung rein. Du nimmst jetzt bitte dein Blatt Papier. Ich mal gucken, dass ich mir hier den Bildschirm anders anzeige, damit ich das sehe auch. Nimm jetzt bitte mal dein Blatt Papier. Moment warten, weil auch ich sehe mich hier zeitverzögert. So. Und das faltest du jetzt. Sieht man mich? Mit dem sehe ich, halte ich das richtig? Okay. So. Das faltest du jetzt einmal so. Einmal so, sodass du letztlich aus deinem DIN A4-Blatt, das ist das DIN A5, DIN A6-Format bekommen hast. Okay? Dann öffnest du es wieder. Jetzt bräuchte ich noch einen Stift. Moment, um dir das zu verdeutlichen. Ja, Stift, der nicht schreibt. Okay, geht auch so. Du hast ja jetzt hier das Blatt quasi in vier Teile aufgeteilt. Ja, ich hoffe, ich halte es richtig hier in die Kamera. Durch die Zeitverzögerung, das irritiert gerade ein bisschen. Durch diese Faltung hast du hier dein Blatt in vier Teile aufgeteilt. Okay? So, und dann legst du das bitte vor dich, so wie du es eben ja auch gezeichnet hast, dein Blatt Papier vor dich legen. Und du siehst ja dann dieses Kreuz da quasi, also wo diese Faltung, wie sagt man, diese Faltstreifen, ja, die siehst du ja da. Und dann mal die erste Deutung, das findest du auch in deinem Worksheet. Alles, was in dieser Mittelpunkt auf dem Blatt Papier durch die Faltung ist ja ein Mittelpunkt entstanden. Dieser Mittelpunkt steht, oder das steht tatsächlich für das Jetzt. Das ist dein Lebensmittelpunkt jetzt, wenn du so willst. Das Jetzt. Und dann, wenn du drauf schaust auf das Blatt Papier, alles, was im linken Bereich sich befindet, sind Themen aus der Vergangenheit. Alles, was sich auf dem Blatt Papier auf der rechten Seite, also rechts von dieser Falze da befindet, das sind Themen aus der Zukunft.
Alles, was im oberen Bereich ist, das sind Dinge, die dir wahrscheinlich schon zum größten Teil bewusst sind, die jetzt so sind, wie sie sind. Und alles, was im unteren Bereich ist, das ist das, was in deinem Unterbewusstsein, sprich eigentlich noch eine Etage tiefer im Unbewussten, tatsächlich am Wirken ist, was geändert werden möchte. Es kann sein, dass das jetzt ganz neue Erkenntnisse sind oder ja, so dass jetzt eigentlich zutage gefördert wird, was du schon länger in dir spürst. Vielleicht war das auch dein Gänsehauteffekt, Julia. Ja, und das schauen wir jetzt alles im Detail noch näher an. Jetzt nur mal grundsätzliche Deutung, nochmal Mittelpunkt, das ist diese Faltung da. Der linke Bereich, alles, was du, wenn du vor dir auf dein Blatt Papier schaust, im linken Bereich siehst, das sind die Dinge, die aus der Vergangenheit sind. Grundsätzlich der rechte Bereich sind Zukunftsthemen. Das, was du im unteren Bereich siehst, das ist das, was im Unterbewusstsein, im Unbewussten am Wirken ist. Und was im oberen Bereich ist, das sind die Dinge, was so ist, wie es jetzt ist, was dir gegebenenfalls auch schon so, ja, so ansatzweise bewusst ist und du hast es dir bis eben noch nicht eingestanden. So könnte man das sehen. Da soweit, mal gerne nochmal ein Herzregen oder ein Yes oder irgendwas ins Kommentarfeld, damit ich weiß, damit wir soweit sind und weitergehen können, ihr Lieben. Und dann gehen wir mal an die Deutung der damit du noch weitere Aha-Effekte bekommst, okay? So, ja. Okay, gut. Dann schauen wir uns das Haus an. Das kannst du jetzt auch ausfüllen, also ja, nimm dein Worksheet, kannst du jetzt auch ausfüllen. Und ist auch jetzt, das machen wir später. Also füllst du deinen Worksheet aus. Das Haus, das steht grundsätzlich für dich im Jetzt. Und das darfst du dir jetzt mal anschauen. Das darfst du jetzt mal auf dich wirken lassen. Wo steht es? Ist es im Mittelpunkt? Ist es irgendwo oben in der Ecke, unten in der Ecke? Oder irgendwo auf diesem Blatt Papier, links oben, rechts unten. Und wenn du das Haus jetzt mal auf dich wirken lässt, hast du den Eindruck, es ist ein stabiles Haus? Oder ist es eher ein Kartenhaus? Was ist so dein Eindruck? Verlass dich da ganz auf dein Gefühl. Verlass dich ganz auf dein Gefühl, auf die ersten, die allerersten Impulse, die kommen. Welche Dimension hat das Haus überhaupt? Hat es einen Dach? Hat es einen großen Dach? Ein großer Dach oder ein Dach überhaupt? Dach überhaupt steht so im übertragenen Sinne energetisch für das Mindset. Wenn du da einen riesengroßen Dach gemalt hast, dann bist du ja so ziemlich mit ziemlicher Sicherheit sehr, sehr verstandesorientiert. Hat dein Haus überhaupt Fenster? Hat es eine Tür? Kann man reinschauen in das Haus oder ist da eher alles verschlossen? Wie ist die Tür an dem Haus? Ist die prächtig oder eher ganz klein, so winzig? Ja, die Julia schreibt schon, das Haus steht links oben, stabil, aber beengt und klein. Ja, danke Julia, dass du es teilst. Dann kannst du jetzt einmal noch schauen, wo steht es zu den anderen Symbolen, die du gemalt hast. Steht es mittendrin oder eher im Abseits? Wie gesagt, das Haus steht für dich im Jetzt. Symbolisch, wo steht das Haus? Eher mittendrin oder im Abseits? Und wenn du auf dieses Haus drauf schaust, da geht es jetzt nicht um deine malerischen oder zeichnerischen Fähigkeiten. Gefällt dir das Haus wirklich? Wenn es in der Vergangenheit steht, kleine Deutung mal noch zwischendurch, dann hast du vielleicht in der Vergangenheit von einem ganz, ganz anderen Leben geträumt, als das, was du gerade im Außen vorfindest. Oder steht es in der Zukunft?
wenn es in der Zukunft steht und du es jetzt so anschaust, willst du es so tatsächlich in der Zukunft haben? Oder darf es ein anderes Haus repräsentativ sein? Damit meine ich jetzt nicht das physische Haus, sondern du, dich als Person. Es ist tatsächlich einladend. Kann auch sein, dass es auf dich vielleicht eher so wird wie eine Festung. Also das sind jetzt so diese ersten Rückschlüsse, die du bekommen kannst oder bekommen hast, wie du in der Welt stehst. Wie du in der Welt stehst. Wo stehst du? Die Monika schreibt bei mir links unten bis links oben. Ja, das sind Dinge aus der Vergangenheit. Ja? Also du bist wahrscheinlich nicht total präsent im Hier und im Jetzt. Okay. Die Ruta schreibt noch, sie hat statt Dach hat sie eine Terrasse gemalt. Ja. Ruta, welche Impulse kommen dir zu der Terrasse? Lass mal den ersten Impuls zu. Welcher Impuls, was verbindest du mit der Terrasse? Marlinchen schreibt, meins strahlt mich an, rechts oben und mittendrin, zwischen Bäumen mit Terrasse und Swimmingpool. Ja, Marlinchen, wunderbar, danke, dass du es hier schreibst. Jetzt lausch mal in dich. Ist das genau die Position, die du in deinem Leben jetzt hast? Beziehungsweise du hast ja geschrieben, es strahlt mich an, rechts oben. Das heißt, es ist ja das Haus, wie du es in der Zukunft haben möchtest, wie du dich in der Zukunft siehst. Wahrscheinlich hast du auch den Traum von einem freien Leben mit Swimmingpool, vielleicht in einer Region, wo es, wie wir jetzt hier auf Zypern sind, in erster Linie warm ist, mit Sonne, Strand und Meer und so weiter. Also ihr merkt, was für wertvolle Erkenntnisse, wie das Unbewusste da mit dir spricht. Du darfst es zulassen. Die Elke schreibt, es ist ein Kristallhaus im Mittelpunkt, stabil, sehr groß, Dach wie Antennen und sehr großes offenes Tor. Ja, Elke, sehr schön. Diese Antennen, ich gehe mal von aus, also meine erste Wahrnehmung davon ist, ich würde es mal so deuten, dass du sehr, sehr feinfühlig, sehr, sehr wahrnehmend bist, gute Antennen nach oben hast. Es ist sehr groß. Und ein sehr großes, offenes Tor. Jetzt lausch mal in dich hinein, liebe Elke. Dieses große, offene Tor, ist das so, wie du es haben möchtest? Oder gibt es da Bereiche, da werden wir aber nachher noch mal beim Zaun auch dazu kommen, die noch anders sein dürften bei dir? Einfach auf dich wirken lassen. Die Hilke schreibt, mein Haus steht mittendrin. Schön groß, ein bisschen mehr links als rechts, viele Fenster, stabil, Dach weist auf meinen scharfen Verstand hin. Ja, sehr schön. Danke, liebe Hilke. Okay, also du hast jetzt wertvolle Erkenntnisse bekommen, wo du in dieser Welt stehst. Ja? Jetzt schauen wir uns den Baum an. Jetzt schau mal den Baum an. Wo steht der Baum? Der Baum steht für deine Partnerbeziehung, für deine Partnerbeziehungen. Und jetzt darfst du mal schauen, hat der Baum Wurzeln? In den Worten ist er geerdet. Hat er Blüten? Trägt er Früchte? Ist es ein kräftiger Stamm? Ist es ein kräftiger Baum? Hat er ein Blätterwerk? Oder ist er eher so ein bisschen verkümmert? Und wie ist das Verhältnis zum Haus? Wie ist das Verhältnis zum Haus? Welche Verbindung siehst du da? Siehst du überhaupt eine Verbindung? Wenn du den Baum in den linken Bereich gezeichnet hast, dann steht das für frühere Verbindungen, für frühere Partnerschaften. Rechts steht mehr für die Zukunft oder auch für das Jetzt. Je nachdem, wo er steht, lass es auf dich wirken. Und lass Erkenntnisse und Impulse zu, die jetzt in dein Unbewusstes
einfließen. Löst dich von jeglichen Bewertungen und Beurteilungen. Lass einfach die Impulse zu, die jetzt zu dir fließen. Diese Aha-Effekte, öffne dich dafür. Öffne dich dafür, umso mehr wird fließen. Wenn es mal hakt, einfach nur mal kurz wahrnehmen, atmen. Schau dir den Baum an. Ist es ein wunderschöner Baum mit Wurzelwerk, mit Blätterwerk, mit Früchte oder ist er eher verkümmert? Er steht für die Partnerbeziehungen. Partnerbeziehung. Okay. Dann schauen wir uns den Weg an. Der Weg steht symbolisch gesprochen für deinen Lebensweg. Und da darfst du jetzt mal schauen, dieser Lebensweg, geht der zum Haus hin? Hat er überhaupt eine Verbindung zum Haus? Das ist mal der erste Punkt. Hat der Lebensweg überhaupt eine Verbindung zu dem Haus? Geht er weg vom Haus, rein gefühlsmäßig, oder geht er zum Haus? Gibt es da Verzweigungen? Ist es ein breiter Weg, so ein prächtiger Weg auch? Oder ist es eher ein schmaler Weg? Wo ist der Weg? Ist er nur in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft? Ja, und wie gesagt, hat er überhaupt etwas mit dem Haus zu tun? Oder bist du gänzlich auf dem Holzweg, wenn er überhaupt nichts mit dem Haus zu tun hat? Ich erlebe es manchmal, dass welche da irgendwelche Schlangenlinien mehr da ziehen auf dem Blatt Papier, dass der Weg also tatsächlich nichts mit dem Haus überhaupt zu tun hat. Ja? Ja, schön, liebe Hilke. Mein Baum ist riesig groß, prächtig, große Blätterkrone, starker Baum mit Wurzeln, steht rechts vom Haus. Yes, würde ich mal sagen. Würde ich mal sagen. Welcher Raum, welche Energie und welches Bewusstsein können du und dein Körper jetzt sein, um die Partnerschaft, die im Feld schon vorbereitet ist, in dein Leben zu lassen? Spannende Frage. Am Weg, die Julia schreibt, am Weg steht ein Auto, führt zum Haus und endet mit einem. Am Weg steht ein Auto, führt zum Haus und endet mit einem Herz oder mit einem Auto? Julia, kann ich nicht gerade richtig deuten. Julia, ich habe das jetzt mal gerade so auf mich wirken lassen, steht ein Auto. Ein Auto steht für mich symbolisch, gerade jetzt, du kannst mich gern korrigieren, oder ist jetzt nur meine Wahrnehmung dazu, um von A nach B zu kommen, kann ich zu Fuß gehen, ich kann mit dem Fahrrad fahren, ich kann mit dem Roller fahren oder ich kann mich in ein Auto hocken. Mit was komme ich schneller ans Ziel? Mit dem Auto. Und dafür ist so mein erster Impuls, steht das Auto. Hast du intuitiv ein Auto gezeichnet? Weil wenn du dich ins Auto reinsetzen würdest, wärst du viel schneller. Ja, das Herz steht tatsächlich für das Herz. Dann wärst du viel schneller bei dir selbst, auf deinem Herzensweg, in deinem Herzensleben. Das wäre meine Deutung dazu, Julia. Okay, kannst du damit was anfangen? Marlinchen schreibt, Baum und Haus sind breit verbunden, von unten rechts nach oben rechts, geht über den Mittelpunkt des Blattes. Ja, das heißt, Marlinchen, wenn ich das jetzt so wahrnehme, Baum und Haus sind breit verbunden, von unten rechts, also in der Vergangenheit, in der Zukunft, nach oben rechts geht aber, okay, ja, Marlinchen, was will dir das sagen? Was kommt in dir auf? Also bei mir kommt auf, kannst mich gerne korrigieren, ich kann ja auch falsch liegen mit meiner Wahrnehmung, dein Weg, der liegt noch in der Zukunft. Und du darfst jetzt die Entscheidung auch für dich treffen, mit dieser Erkenntnis jetzt schon dich auf den Weg zu machen. Also heute nicht länger zu warten, nicht weiter wertvolle Zeit ins Land ziehen zu lassen. Das ist meine Wahrnehmung dazu, wenn ich dir damit was mit auf den Weg geben darf. Ja? Okay. Die Elke schreibt, Weg breit durchs Haus, Tor innerhalb
Verbindung von Erde zum Himmel. Sehr schön. Hilke, mein Weg führt im unteren Bereich am Haus vorbei, durch das Blatt einmal durch, von links nach rechts, muss jetzt umdenken, ist breit wie eine schmale Straße, führt also nicht zum Haus. Was bedeutet das? Führt nicht zum Haus, führt am Haus vorbei. Okay. Wir kommen zu der Impulshilfe. Wie sehr kannst du dich selbst tatsächlich noch empfangen, also noch viel, viel mehr du selbst sein, als du bis eben noch warst? Also noch viel, viel mehr dich selbst annehmen, dein wahres Potenzial leben. Deine innere Größe noch viel, viel mehr zulassen. Das wäre meine Deutung dazu. Hilke, kannst du damit was anfangen? Kommt da was an? Danke fürs Teilen auch. So. Monika. Mein Baumstamm steht rechts. Der ganze Baum ist in allen Bereichen. Mein Baumstamm steht rechts, also in der im Zukunftsbereich eher, ja. Müssen wir jetzt vom Blatt ja nochmal genau hingucken. Der ganze Baum ist in allen Bereichen. Jetzt wäre es halt noch interessant zu wissen, hat der Baum Wurzeln, hat er eine Krone auch. Monika, schau dir diesen Baum mal an, gerade weil du schreibst, ist in allen Bereichen. Kann es sein, das ist so ein Impuls, ich äußere es jetzt einfach mal, kann es sein, Monika, dass du so ein Tausendsasser auch bist und in vielen Bereichen aktiv bist, also in vielen Bereichen Beziehungen hast? Es geht jetzt bei diesen Partnerbeziehungen jetzt nicht nur unbedingt um Lebenspartner, das kommt mir jetzt gerade, und du dich da vielleicht auch ein bisschen verzettelst. Lass mal auf dich wirken, gerne ins Kommentarfeld reinschreiben, können wir gerne nochmal hinschauen. Rechts neben der Palme steht ein Zitrusbaum. Da fällt mir gerade dieser Spruch ein, wenn das Leben dir Zitronen schickt, dann mach Limonade draus. Ja? Rechts neben der Palme steht ein Zitrusbaum. Ja, Julia, was verbindest du mit dem Zitrusbaum? Ich meine, dieses Sprichwort, das ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Aber was ist noch auf gewisse Art und Weise? Zitrusfrüchte stehen für den Körper. Die sind ja wunderbar nährend für den Körper, auch gut für den Säure-Basen-Haushalt und nährstoffreich. Aber jetzt mal im übertragenen energetischen Sinne. Ist so eine Zitrone ja für unsere Geschmacksnerven sauer. Was ist da noch sauer in deinem Leben? Was kommt da? Lass das mal zu. Der Weg steht ganz nah am Baum, also bei der Partnerschaft, bei Beziehungen, bei Partnerbeziehungen. Sehr schön. Der Weg breit, schreibt die Monika, sehr schön prächtig, von unten links am Haus vorbei, rechts ins rechts unten, bis rechts oben in Richtung Sonne. Ja, Monika. Das Universum spricht mit dir, dein Unbewusstes. Wie sehr bist du tatsächlich auf deinem Weg? Und wie prächtig, das sind jetzt so Fragen, die mir kommen an dich, liebe Monika, wie prächtig könnte tatsächlich dein Weg sein, wenn auch du dir erlauben würdest, viel, viel mehr du selbst zu sein, deinen Herzensweg zu gehen. Also wenn ich es hier richtig sehe, sind es ja Dinge, die im Unbewussten verborgen sind, die jetzt nicht am Tageslicht sind. Also Monika, auch an dich die Frage, wie viel mehr kannst du dich selbst tatsächlich empfangen und noch viel, viel mehr in deine wahre Größe gehen, noch viel, viel mehr dein wahres Potenzial leben, als das, was du dir bis eben erlaubt hast?
Okay. Gut, danke für eure Offenheit. So, dann schauen wir uns den Zaun an. Der Zaun, der steht für Abgrenzung. Der Zaun steht für Abgrenzung. Er kann jetzt mal schauen, wo du den Zaun hingezeichnet hast. Wo ist er? Was grenzt er ab? Wo ist er und was grenzt er ab? Grenzt er überhaupt etwas ab? Oder ist es eher, ich weiß nicht mal, wer es hier gerade geschrieben hat, da ist mir so der Impuls gekommen, wenn wir so wie so ein offenes Portal sind, dass alles durch uns hindurchfließt, dann fließen natürlich auch unter Umständen Dinge und Energien und Themen durch uns durch und haften an uns, die nicht zu uns gehören, die eher hinderlich sind. Ich spreche da gerne von fremden Energien. Und die dann natürlich auch letztlich daran hindern, tatsächlich sein wahres Selbst zu entdecken und zu leben und die volle PS auf die Straße zu bringen. Ja? Also, Zaun steht für Abgrenzung. Grenzt er etwas ab? Was grenzt er ab? Ist es ein großer Zaun? Ist es ein kleiner Zaun? Oder ist es eher eine Mauer? Hilfreiche Fragen sind da auch, wo grenzt du dich ab? Wo hast du dicke Mauern noch um dich aufgebaut, die vielleicht noch aus der Kinderstube rühren, wo wir viele Dinge erlebt haben, weil alles so in unseren Trichter hier des Unterbewusstseins und des Unbewussten ungefiltert eingesackert ist, eingesackt ist, eingesickert ist. Und dann haben wir im wahrsten Sinne des Wortes, um das überhaupt zu überleben im übertragenen Sinne, energetisch unsichtbare Mauern aufgebaut. Ist so ein Schutz, was aber jetzt im jetzigen Erwachsenendasein tatsächlich auch diese Mauern führen dazu, wenn ich die nicht durchbreche, wenn ich die nicht löse, dann kann ich auch nicht tatsächlich meine Komfortzone erweitern und tatsächlich in dem Leben ankommen, so wie ich es mir wirklich wünsche und meinen Seelenplan tatsächlich leben, weil die Mauer ist ja um mich herum. Ja? Okay. So, dann kommen wir zur Sonne. Die Sonne, die steht für die Lebensfreude, für die Energie in deinem Leben. Und da darfst du jetzt mal schauen. Steht auch für die männliche Energie insbesondere. Also, was heißt männliche Energie? Wir alle haben eine männliche, eine weibliche Energie. Bei der männlichen Energie geht es darum, einfach im Leben seinen Mann zu stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Kraftvoll den eigenen Weg tatsächlich auch zu gehen. Und jetzt schau mal die Sonne. Wo ist sie? Ist es ein gefühlsmäßig guter Abstand zu anderen? Oder Entschuldigung. Oder hast du eher das Gefühl, dass da etwas verstrahlt wird, dass da etwas verbrennt? Stichwort männliche Energie. Die Sonne steht auch energetisch gesehen für den Vater. Gibt es da noch ungelöste Themen, die in dir verborgen sind zwischen dir und deinem Papa? Gibt es da noch ungünstige Verstrickungen, Verknotungen? Karmische Gelübde und Versprechungen, die dich bislang in der Unfreiheit noch halten, die dich daran hindern, tatsächlich deinen Weg zu gehen. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob dein Papa noch in seinem Körper jetzt hier ist oder nicht, sondern das sind alles Dinge, die sich auf einer energetischen Ebene abspielen. Ja? Also das sind die wertvollen Impulse, die du da zu der Sonne bekommst für dich. Okay. So. Ah, die Monika. Ja, absolut. Ich gehe mal davon aus, das ist auf meine Wahrnehmung zurückzuführen, dass ich da richtig gelegen habe. Sehr schön. Gut. Alexandra schreibt, mein Haus steht oben rechts, also in der Zukunft, mit großem Dach, vielen Fenstern, aber einer kleinen Tür. Also es steht grundsätzlich ja schon mal in der Zukunft. Ne? Das heißt, Alexandra, was mir da so als Impuls kommt, gerne auch auf dich wirken lassen. Ich muss damit nicht richtig liegen. Wie sehr bist du tatsächlich bei dir selbst?
Wie sehr bist du tatsächlich präsent im Hier und im Jetzt in deinem Körper? Wie sehr lebst du tatsächlich dein volles Potenzial? Und wie sehr wartet ein wunderbares Leben auf dich, wenn du dich denn traust, da auch für zu gehen? Wenn du dich auch traust, du hast geschrieben, großer Dach, wenn du dich auch traust, viel mehr in deine Herzenswahrheit, dein Bauchgefühl zu gehen, deiner Intuition zu folgen, deinem Herzen zu folgen, auf die leise Sprache deiner Seele zu lauschen und ihr zu folgen, statt, wie bis eben noch, viel zu sehr verstandesmäßig orientiert zu sein. Und bitte, es geht nicht darum, den Verstand auszuschalten, sondern, wie der Volksmund es uns sagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Das wäre so meine Interpretation dazu. Der Baum ist groß, trägt viele Früchte, jedoch steht er mehr links und ein kleiner Teil steht rechts. Da müsste ich jetzt natürlich noch wissen, steht er mehr im oberen Bereich oder im unteren Bereich, um da was zu sagen. Mein Weg ist Mittel, er geht von der Vergangenheit in die Zukunft und führt in Richtung Haus, so wie zur Sonne. Meine Sonne strahlt rechts unterm Haus groß. Rechts unterm Haus groß. Ja, das passt ja zu dem, was ich eben so als Wahrnehmung hatte, dass da in einem Leben nach deinem Herzensplan, nach deiner Lebensaufgabe viel, viel mehr Licht im übertragenen Sinne, im Vergleich, also im übertragenen Sinne zur Sonne ist, als das, als die Sonne, da wartet quasi die Sonnenseite für dich, wenn du dir denn tatsächlich erlaubst, in diese Richtung jetzt auch zu gehen. Das wäre meine Interpretation dazu. Liebe Alexandra, kannst du damit was anfangen? Monika schreibt noch, der Zaun unten rechts, unter dem Weg, unter der Schlange, unter der Axt und relativ klein. Hat so für mich erster Impuls, dass da gar keine Abgrenzung auch zu dir ist, ne? Wie ich das eben ja schon mal so als offenes Portal bezeichnet habe. Ja? Und da geht es jetzt nicht darum, dich komplett abzuschneiden von dieser Wahrnehmung, von dieser Feinfühligkeit, von dieser Sensibilität, die du hast, sondern es geht darum, das einfach als wunderbare Gabe zu nutzen und das zu handeln. Also es nicht als Belastung zu sehen, sondern die Dinge, die du als Belastung vielleicht bis eben noch gesehen hast, dich davon zu lösen und dieses wunderbare Potenzial, das da eigentlich in dir verborgen ist, viel mehr zu nutzen. Kannst du damit was anfangen, liebe Monika? Okay. Gut, schauen wir uns noch die Schlange an. Die Schlange steht für Sexualität, steht für Weiblichkeit. Und da darfst du jetzt einfach mal schauen, ist die klein oder groß? Die Schlange steht auch für Reichtum, steht auch für Erfolg, steht für Geldfluss, steht für Fülle. Und da darfst du einfach mal schauen, wenn du dir die Schlange jetzt anschaust, lebt die überhaupt noch? Ist sie eher tot oder schläft sie vielleicht nur? Wirkt sie kraftvoll auf dich? Strahlt sie eine Energie aus? Und dann schau mal, in welche Richtung die Schlange auch schaut. Schau mal, in welche Richtung die Schlange schaut. Wo ist sie? Ist sie unten, oben? Und daraus kannst du einfach wertvolle Erkenntnisse bekommen, wie sehr du tatsächlich jetzt in deiner vollen Kraft und Energie bist, wie sehr du tatsächlich deine Schöpferkraft auch nutzt. Du selbst bist die Schöpferin, der Schöpfer deiner eigenen Lebenswirklichkeit. Niemand sonst. Die Lebenswirklichkeit, die du bis eben vorfindest, und das ist das Geniale daran, wir erschaffen uns ja selbst unsere Lebenswirklichkeit. Und wenn es da bis eben auch unter anderem aufgrund dieser Dinge, die du jetzt zu Blatt Papier gebracht hast, Dinge in deinem Leben gibst, die du so nicht haben möchtest, dann hast du jetzt die Chance, die Entscheidung zu treffen, okay, jetzt geht es in eine andere Richtung.
jetzt, heute, warte da nicht länger. Ja? Also nochmal, Schlange steht für Sexualität, steht für Weiblichkeit. Ist sie groß oder klein? Sie steht auch für Reichtum, für Erfolg, für Geldfluss, für Fülle, für Kraft, für Energie. Was ist dein Gefühl zu dieser Schlange? Lebt sie? Ist sie lebendig? Ist sie tot? Und da geht es jetzt nicht darum, wenn du das Gefühl hast, um Gottes Willen, die ist ja tot, ne, dass es daran nichts zu ändern gilt. Natürlich kannst du das ändern. Du brauchst dich nur dafür zu entscheiden, dass du es ändern möchtest. Sind wir wieder bei der Schöpferkraft, die du hast. Ja? Also bitte jetzt nicht bewerten oder beurteilen für irgendetwas. Okay? So, und dann schauen wir die Axt an. Die Axt steht für Wut, für unterdrückte Gefühle, die in dir verborgen sind. Wie ist die Axt? Ist sie groß oder klein? In welcher Nähe ist sie? Worauf hast du Wut? Worauf bist du wütend? Im unteren Bereich sind es in erster Linie, mögen es wahrscheinlich in erster Linie Kindheitsthemen sind, die unterdrückt sind. Na, da durften wir ja nicht wütend sein oder oft nicht wütend sein. Es sind ja ganz viele unterdrückte Gefühle in uns. Schau mal, wo du die Axt hingezeichnet hast. Wo gibt es da Dinge, die, und diese Wut, die in dir ist, die führt ja letzten Endes, also Wut ist grundsätzlich nichts Schlechtes, Wut ist ja auch eine Energie, die in dir ist, aber letztlich sind es diese unterdrückten Gefühle, die an diese Wut gehaftet sind, ich hoffe, ich drücke mich jetzt klar aus, letzten Endes sind es diese unterdrückten Gefühle, die wie, ja, die irgendwo in dir rumoren, die irgendwo tief in dir verborgen sind, die dich daran hindern, tatsächlich dein volles Potenzial zu leben, tatsächlich deine Lebensaufgabe zu leben, das überhaupt zuzulassen, da wo du hin möchtest. Ja? Und unter den Aspekten lass mal die Axt auf dich wirken. Okay. Monika schreibt noch, Sonne oben rechts, riesig strahlt über das ganze Haus. Sehr schön. Was ist deine Wahrnehmung, Monika? Ist es ein Strahlen über das ganze Haus, dass du sagst, wow, wunderbar? Oder ist es mir ein Verstrahlen, dass du sagst, ist ein bisschen too much? Also lass einfach auf dich wirken. Zaun grenzt das offene Portal ab. Okay. Elke schreibt, Zaun grenzt das offene Portal ab. Dieses offene Portal, wie sehr könntest du deine Verbindung, weil du warst ja auch diejenige, die von den Antennen geschrieben hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wie sehr könntest du deine Antennen, die du hast, jeder hat die von uns, nur bei dir ist es ganz besonders deutlich geworden, nutzen, um ein Beitrag für diese Welt zu sein oder um der Beitrag für diese Welt zu sein, der du eigentlich sein könntest oder beziehungsweise auch sein möchtest. Stichwort Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und wie sehr könntest du da viel, viel mehr dein wahres Potenzial noch leben? Wenn der Zaun das offene Portal nicht abgrenzen würde. Das sind so Aspekte, die mir da in den Sinn kommen. Ja? So, und das Strichmenschen, das steht nochmal für dich jetzt. Wie sehr bist du jetzt von dir entfernt? Wo steht das Strichmenschen? Steht es nahe beim Haus oder ist es weit weg? Wo hast du es hingezeichnet? Das sind so diese Erkenntnisse, die du zum Strichmenschen noch bekommst. So, und jetzt hast du ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse über dich und über deine verborgenen Themen bekommen, wie so ein Status quo quasi. Und wenn du jetzt drauf schaust, sag mal ehrlich zu dir selbst, wenn du unter diesen Perspektiven auf das Bild schaust und das auf dich wirken lässt, was erkennst du da?
Was sind deine Erkenntnisse? Schreib jetzt mal so 3 Erkenntnisse auf. Teils auch gerne mal hier im Kommentarfeld zu deiner Inspiration, zur Inspiration von den anderen, aber auch, wenn du es hier im Kommentarfeld teilst, dass deine, oder schreib auch von mir aus nur eine wichtigste Erkenntnis, damit sendest du ins Universum schon raus, okay, das ist meine Erkenntnis, dafür habe ich mich jetzt anerkannt, ich bin ready for the next step. Du sendest das quasi schon ins Feld, ja? Wenn ich unter diesen Aspekten das Bild auf mich wirken lasse, dann erkenne ich das. Was ist deine größte Erkenntnis jetzt daraus? Schreib es doch mal ins Kommentarfeld. Wow, die Elke schreibt Gänsehaut, siehe auch Axt. Okay. Die Axt durchtrennt Zaun vor dem Haus, Portal, Baum, Weg und Schlange rechts, Zukunft bewusst und unbewusst. Ja. Also Elke, gratuliert jetzt und euch allen hier zu diesen großartigen Erkenntnissen, die ihr bekommen habt. Und da darfst du jetzt die Entscheidung treffen, die Dinge zu ändern. Schreib mal, wir gehen gleich noch darauf ein. Schreib doch mal ins Kommentarfeld rein, deine größte Erkenntnis, die du jetzt hast. Die größte Gänsehaut, die du jetzt hast. Ich aktualisiere hier mal, damit ich auch sehe, was ihr reinschreibt. Die Julia schreibt, ich will aus meiner jetzigen Situation raus Früchte ernten und wahre Liebe empfangen. Ja, sehr schön. Julia, entscheide dich dafür. Entscheide dich dafür. Welcher Raum, welche Energie, welches Bewusstsein kannst du jetzt sein, um jetzt tatsächlich die Veränderung zuzulassen, die du vielleicht schon so lange aus dem tiefsten Herzen haben möchtest? Wer hat noch Erkenntnisse? Marlenchen, es entsteht ein Gefühl von Aufbruch. Sehr schön. Ich nehme die Axt, durchtrenne den Zaun, dann bin ich frei, mich selbst zu leben. Jawohl, sehr schön. Sehr schön, ihr Lieben. Also, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt noch tiefer in diesen Plan eintauchen, und das sind ja, wenn ich jetzt so das, was Marlenchen hier schreibt, es entsteht ein Gefühl von Aufbruch. Ich glaube, das ist bei ja, jedem von euch hier, die hier live dabei sind oder auch diejenigen, die anschließend das Replay anschauen, der Fall, wenn du tatsächlich tiefer in diesen Plan eintauchen möchtest und jetzt nicht nochmal weiter Lebenszeit an dir vorbeiziehen lassen möchtest und keine Lust mehr hast, diese verborgenen Themen, die wie ein Virus in dir verborgen sind, noch bis eben in dir wirken zu lassen. Und du sagst, ich will mich jetzt tatsächlich auf meinen wahren Lebensweg begeben. Ich will jetzt endlich meinen Seelenplan entdecken und leben. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass das Leben dich ausgelaugt hat und du hast keine Lust mehr, wie man so schön sagt, gute Miene zu diesem bösen, in Anführungsstrichen, Spiel zu machen. Und du willst dir dabei helfen lassen, jetzt noch weiter dazu deuten, noch weiter in die Tiefe zu gehen. Dann, Trommelwirbel, bewirb dich jetzt zu einem kostenfreien individuellen Beratungsgespräch. In diesem individuellen Beratungsgespräch schauen wir uns genau die Themen nochmal an. Kannst du mir ja dann auch im Bildschirm zeigen, sodass ich dann mit dir gemeinsam draufschauen kann, um noch mehr Erkenntnisse zu deinem Seelenplan zu bekommen. Ganz individuell auf dich abgestimmt. Und natürlich werde ich dir dann anschließend auch sagen, welche effektiven Schritte du jetzt tun kannst, damit du auch viel, viel rascher und ohne weiter Lebenszeit zu verlieren da ankommst in deinem Leben, so wie du es haben möchtest. Du findest jetzt gleich im Kommentarfeld den Link, ich glaube, die Elisabeth schreibt es dir rein, zum kostenfreien individuellen Beratungsgespräch. Ich biete das dir hier an, weil ich ja, inzwischen ein freies, wunderbares Leben lebe mit meiner Familie. Ich würde dir da gerne was zurückgeben. Deshalb
Stichwort mangelndes Selbstwertgefühl, du darfst es dir wert sein, da ein kostenfreies individuelles Beratungsgespräch dir zu gönnen, wenn ich es nicht aus ganzem Herzen dir anbieten möchte und dir schenken möchte, darüber hinaus individuell hinzuschauen, würde ich es dir nicht anbieten. Also du darfst es dir wert sein. Ja. Klick auf den Link und bewirb dich da zu einem kostenfreien Beratungsgespräch, individuell, wo wir dann nochmal ganz hinschauen. Dieses Beratungsgespräch ist tatsächlich für dich genau das Richtige, wenn du jetzt aufhören willst, von deinem wunderschönen Leben zu träumen, wenn du Klarheit haben möchtest, wie du jetzt auch vor allem, das ist ganz wichtig, ins Umsetzen kommst, wie du tiefer in diesen Plan eintauchen kannst und auch deine Mission hier auf Erden leben kannst, erfüllen kannst. Schau mal, du kannst dir das metaphorisch so vorstellen. Du hast jetzt, und nochmal Gratulation und große Anerkennung an dich, dass du dich hier drauf eingelassen hast. Du hast jetzt mit deiner mentalen Ausrichtung, dass du hier dabei warst, dass du da mitgezeichnet hast, dass du diese Erkenntnisse überhaupt zugelassen hast, hast du so eine Tür geöffnet. Ich rede ja immer gerne so vom Universumspförtner. Du hast beim Universum eine Tür geöffnet. Die ist so ein Spalt weit auf. Metaphorisch gesprochen, du wohnst in einem Haus und um in deine Wohnung zu kommen, musst du ja erstmal die Haustür öffnen und dann geht es erst weiter in deine Wohnungstür. Und du hast diese Haustür jetzt ein Spalt weit geöffnet. Du hast wertvolle Erkenntnisse schon bekommen, was sich dahinter verbirgt, wie es da weitergehen könnte oder was es da zu lösen gilt. Und jetzt liegt es an dir, dass du auch deine Wohnungstür noch öffnest tatsächlich und da auch durchgehst. Oder die Bestellung auf der anderen Seite vom Universum, vom Universumspförtner auch in dein Leben lässt, dass die Tür auch noch geöffnet wird. Weil deine Haustür im übertragenen Sinne ist jetzt geöffnet. Und du darfst jetzt die Entscheidung treffen, schließt du sie wieder oder missachtest du sie, lässt du sie einfach offen und machst gar nichts. Oder du buchst dir jetzt ein kostenfreies Beratungsgespräch und wir schauen unter vier Augen vertraulich hin, wie genau dein weiterer Weg ausschaut. Du bekommst eine genaue Strategieplanung von mir an Hand. Ja? Und wir schauen gemeinsam sehr, sehr gerne auch nochmal auf das Blatt Papier. Wir treffen uns auf einer Plattform, die nennt sich Zoom. Da kannst du mir deine Zeichnung auch zeigen. Da können wir nochmal viel, viel besser und deutlicher reingehen. Also klick auf den Link, den die Elisabeth dir reinschreibt. Und ja, bewirb dich. Denn es ist tatsächlich wichtig, dass du jetzt handelst, keine weitere wertvolle Lebenszeit vergeudest. Ich habe es eben ja schon gesagt, es geht nicht darum, jetzt mit dir am Unreinen zu sein oder in den Unfrieden zu kommen, was bis eben war. Es ist so, wie es ist. Das ist auch alles lösbar und änderbar. Und das kann auch in allen Dingen, kann auch Heilung geschehen, darf auch geschehen, sollte auch geschehen. Nur die Lebenszeit, die kann man nicht zurückziehen. Die ist ein für alle Mal vorbei. Also öffne jetzt auch die weitere Tür. Bewirb dich zu einem individuellen Beratungsgespräch, um noch mehr Erkenntnisse zu deinem Plan zu bekommen, zu erfahren, welche Schritte du jetzt effektiv tun kannst, die tatsächlich jetzt auch essentiell für dich wichtig sind, um da anzukommen, wo du hin möchtest, wo du schon so lange von träumst. Ja? Also, klick auf den Link. Wir sehen uns dann unter vier Augen im vertraulichen Gespräch, wo wir das nochmal deuten. Und ja, danke für dein Dabeisein. Und bitte, bitte wisse, du tust es für dich, du tust es für dein Leben, für deine Familie. Wie sehr kann sich alles, nicht nur für dich, für deine Familie, auch in der Welt da draußen ändern, wenn du der Beitrag bist, warum du tatsächlich auch hierher gekommen bist. Ja? Klick auf den Link, hab noch einen wunderschönen Tag und lass uns da unter vier Augen ganz vertraulich sprechen. Bis dahin, danke für dein Sein. Du bist wunderbar, du bist großartig. Sei es dir wert. Ciao, ciao.